Servus und schönen guten Abend. Das wird jetzt ein ganz kurzes Video, aber es ist eine, wir nennen es mal, Habitatsbeobachtung, die ich jetzt momentan hier gerade mache. Und zwar gehe ich einer Theorie, einer fast schon selbst aufgestellten Theorie nach, indem ich beim anderen Video neulich mich etwas dazu hinreißen habe lassen, wo ich mit behauptet oder zitiert habe, dass der frühe Faserling ein Morchelanzeiger ist. So steht es ähnlich in einer Online-Literatur drin. Die Begrifflichkeit ist ja besonders, sondern wenn der frühe Faserling dort irgendwo erscheint, deutet es auf Morcheln hin. Was wir aber neulich schon festgestellt haben in dem anderen Habitat, dass die Morcheln auch mitten zwischen den frühen Faserlingen wachsen, zumindest die Speisemorcheln. Und jetzt bin ich an der Stelle, wo ich vor ungefähr 2 Wochen zum ersten Mal frühe Faserlinge für mich persönlich entdeckt habe, auch dankenswerterweise von euch dann mitbestimmt bekommen habe. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz gemeinsam an, was hier so passiert ist. Auf dieser Spitze hier zwischen dem Bachauslauf und dem Hauptfluss sind da unten jetzt keine frühen Faserlinge mehr. Die waren ungefähr hier vorne so in dem Bereich. Man erkennt nicht mal mehr Reste, ja, vielleicht mit gut Wild da vorne ein bisschen an Pilzbarts, wenn überhaupt. Also jetzt, 2 Wochen später, sieht man hier gar nichts mehr. Da hinten waren auch ein paar. Ich blende noch mal kurz die Fotos dazu ein von damals. Und jetzt, wie gesagt, sind sie weg. Aber ich habe mir jetzt mal in dem Umkreis da ein bisschen umgeschaut. Es ist nicht groß, der Bereich. Da stehen ein paar, ja, was ist da, rund Holunder, dicker Ahorn, auch ein paar Eschen stehen da dazwischen und Buchen. Auch das Laub am Boden unten deutet einfach auf diese Mischvegetation hin. Schauen wir einmal ganz kurz drauf. Klassische Buchenblätter, Ahornblätter erkennen wir, wie gesagt, auch an den Bäumen an sich selbst hier, was hier so momentan wächst. Auch der Bärlauch steht hier dazwischen noch drin. Nicht flächendeckend, nicht groß. Da hinten, ich bin vorher schon einmal durchgegangen, steht auch der Schuppenwurz. Man erkennt ihn gerade nicht, haben aber auch schon einige Male gezeigt. Da unten an der Flussau wächst der Pestwurz recht intensiv raus. Also alles relativ nah zusammen mit klassischen Morchelanzeigern. Und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, hier vorne an diesem alten, ja, wahrscheinlich war das mal eine sehr mächtige Esche. Tatsächlich da unten eine kleine frische Speisemorche. Gut, was heißt das? Vielleicht gar nichts, vielleicht aber auch etwas zumindest, weil von dieser Speisemorche da unten bis dahinter, ungefähr wo die frühen Faserlinge gestanden sind, sind es ungefähr Luftlinie, ich sage jetzt mal so knappe 2 Meter. Und das ist für mich schon wieder ein Bereich, wo Speisemorchel und der frühe Faserlinge mehr oder weniger gemeinsam wächst. Oder ich sage mal so, die vertragen sich zumindest auch untereinander, beziehen das gleiche Habitat. Und dann kann man vielleicht durchaus auch, wenn man irgendwo frühe Faserlinge weiß und kennt, da mal ein bisschen genauer darauf achten, ob auch dazwischen vielleicht ein paar Morcheln rausspitzeln. Von dort eben bis darüber ungefähr der Bereich, da waren die frühen Faserlinge, ich sage jetzt mal 2, lass es 3 Meter sein, ist hier die Distanz. Ja, und dann war es auch schon wieder mit diesem Video für heute, relativ kurz. Aber mich persönlich würde durchaus eure, ja, Erfahrung dahingehend interessieren, ob ihr ähnliche Entdeckungen macht oder ob ihr das auch mal beobachten könnt, ob sich wirklich auch der frühe Faserling bei euch in den Habitaten vielleicht irgendwo in Nähe Morcheln direkt befindet oder zumindest im näheren Umkreis tatsächlich auch wächst. Das wäre mal eine interessante Studie, wenn man die allgemein halten kann hier, ohne die es als Gesetzmäßigkeit gleich zu definieren. Einfach eine kleine wissenschaftliche Tour mit euch vielleicht gemeinsam. Und es wäre schön, wenn ihr dahingehend auch bei mir ein paar Kommentare stehen lassen könnt und wir das vielleicht gemeinsam zukünftig beobachten. Ja, in dem Sinn, schönen Abend, gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus!